Die Entscheidung der Bundeskanzlerin verdient Respekt. Sie bedeutet aber zugleich auch eine Vertiefung der Vertrauenskrise, die wir bei der Pandemiebekämpfung haben. Die Regierung ist mit ihrer Art der Pandemiebekämpfung gescheitert. Wir brauchen jetzt einen Kurs der Vorsicht und der Vernunft, um die dritte Welle brechen zu können. Es hilft nichts, auf der einen Seite zu sagen, die sogenannte Osterruhe gilt nicht, aber keine Alternativen anzubieten. Ich erwarte, dass jetzt sehr schnell im Deutschen Bundestag und dann im Bundesrat Alternativen vorgelegt werden, wie wir diese dritte Welle brechen. Es ist hochgefährlich, deswegen sehr klare Vorschläge. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Büros, soweit es geht, zumachen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Betriebe, soweit es geht, herunterfahren oder eben Testmöglichkeiten anbieten. Wir müssen dafür sorgen, dass 24 Stunden an 7 Tagen die Woche geimpft wird. Wir müssen dafür sorgen, dass die Testkapazitäten an Schulen wirklich zur Verfügung stehen. Und einige Öffnungen, die stattgefunden haben, zum Beispiel die der körpernahen Dienstleistung, wieder zurückgenommen werden, inklusive einer Ausweitung des Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr, damit gewährleistet ist, dass sich dort keine Ansteckungen vollziehen können. Wir brauchen einen Stufenplan, der den Menschen Perspektive und Sicherheit gibt. Alles das können wir im Deutschen Bundestag beschließen und dann im Bundesrat natürlich auch, weil Bund und Länder müssen hier zusammenarbeiten. Aber die Art und Weise, wie die Ministerpräsidentinnenkonferenz und mit der Bundesregierung an der Spitze hier handeln, die ist nicht erfolgreich gewesen. Deswegen brauchen wir hier ganz klar eine andere Art des Umgangs. Und ich will noch eins hinzufügen. Ich glaube nicht, dass, wenn wir in einer solchen schweren Krise sind, in einer solchen schweren Pandemiekrise sind, es hilft, wenn wir der Pandemiekrise noch eine Vertrauensfrage hinzusetzen. Das Virus lässt sich von einer Vertrauensfrage jedenfalls nicht aufhalten. Dafür brauchen wir ganz klare und sehr konsequente Maßnahmen. Ich erwarte von der Kanzlerin, dass sie auf die WissenschaftlerInnen hört, dass sie sich die anschaut, was sagen die IntensivmedizinerInnen, dass sie sich anschaut, was sagen all diejenigen, die wissen, dass eine dritte Welle, in der wir gerade sind, hochgefährlich ist. Und da braucht es Maßnahmen. Und um diese Maßnahmen muss es jetzt gehen. Und das fängt an bei der Arbeitswelt, die so weit wie möglich heruntergefahren werden muss. Das geht weiter bei den Möglichkeiten, die wir haben, nämlich Tests zur Verfügung zu stellen in den Schulen, wie übrigens verbindlich an den Arbeitsstellen, wie in einigen Bundesländern bereits geschehen. Und es geht natürlich weiter, indem man sich Gedanken machen muss, welche Öffnungsschritte nimmt man eigentlich wieder zurück. Die körpernahen Dienstleistungen gehören für mich dazu. Ganz klar ist, dass die Entscheidungen von Anfang März falsch waren. Und jetzt bezahlen wir dafür mit einer dritten Welle, wie sie jetzt aussieht. Ich finde, es darf jetzt keine weitere Zeit verloren gehen, sondern jetzt kann der Deutsche Bundestag, kann das Parlament entscheiden. Das sollte auch geschehen. Und dann kann der Bundesrat auch entsprechend eine Entscheidung treffen. Kann auch sein, dass man dann verhandeln muss, dass Bundestag und Bundesrat in dem Vermittlungsausschuss, das sind die Gremien, die dafür zur Verfügung stehen in unserer Demokratie, in unserer Verfassung, dann gemeinsame Entscheidungen treffen müssen. Aber weder warten hilft uns jetzt, noch hilft es uns, weiterhin auf das Instrument zu setzen, was eben nicht erfolgversprechend war. Ich finde, dass die Bundesregierung als Ganzes in dieser Krise nicht nur beschädigt ist, sondern dass das Krisenmanagement insgesamt versagt hat. Ich bin sehr froh, dass Frau Merkel den Fehler eingestanden hat. Und ich finde, das hat auch wirklich ganz ernsthaften Respekt verdient. Das haben wir in der Demokratie nicht oft, das stärkt die Demokratie. Aber das heißt ja, Fehler eingestehen, handeln. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir tatsächlich einen Plan haben, wie es weitergehen soll. Und da können wir nicht zuwarten, das muss jetzt geschehen. Sonst überrollt uns diese dritte Welle. Sie trifft Ältere, sie trifft viele Kinder, sie trifft viele Jugendlichen, ganz offensichtlich. Es ist hochgefährlich und deswegen Vorsicht und Vernunft sind jetzt angesagt und Planung.